Morgen aus Hanoi. Guten Morgen. Oh, wir haben so gut geschlafen, unglaublich. Ja. Oh, deswegen mal wieder direkt eine Stunde länger im Bett gelegen. Wir sind echt nicht rausgekommen. Es war wieder so bequem wie jetzt schon auf dem Schiff. Ja, es ist halt echt mal ein Unterschied, wenn man ein Homestay-Bett hat und ein Hotel-Bett. Also das wissen wir sehr zu schätzen. Oh ja, definitiv. Ja, jetzt geht's erstmal frühstücken, mal gucken, wie die Auswahl da für uns ist. Ja, danach trainieren und heute regnet es und dann gucken wir mal, was wir machen. Leider, es ist ziemlich grau. Ich habe heute Morgen noch in die Wetter-App geguckt beim Aufstehen. Jetzt sieht man es, glaube ich, gar nicht. Und da stand drin, weil nur Sonne die nächsten 3 Tage und fängt es an zu regnen. Super. Vom Frühstück und das ist so viel auf den Tellern. Ja, es ist auch schon viel, aber die Auswahl ist mega. Also ja, total, richtig genial. Ja. So sehen meine Teller aus, also ein bisschen Obst, Apfelsaft, Kaffee, mit Sojamilch gibt es sogar. Und ja, Paprika, Süßkartoffeln. Das ist hier so ein traditioneller Pancake, das ist Reispapier mit Zwiebeln und so ein bisschen herzhafter. Und das hier ist so ein Peanut-Reiskuchen auch und ja. Mega genial aus. Daniel hat Gemüse, Nudeln. Ja, hier Süßkartoffeln in Mehl gemacht und hier auch ähnlich wie bei Jessie. Ja, guten Appetit. Ja, auch. So, wir gehen jetzt erstmal trainieren. Und nach oben ein bisschen was für die Fitness tun. Hallo. Ja, hallo. Veganen Garküche, wo wir gestern schon waren. Und wir haben uns hier was bestellt, das ist so eine Art wie Samosas und Frühlingsrollen. Und das ist super günstig, ey. Wir bezahlen jetzt für den Teller zusammen 35.000. Und ja, schmeckt echt extrem gut. Ja, mitten unter Locals, direkt an der Straße. Ist schon ganz witzig hier. Es geht weiter, jetzt haben wir ein paar Baguettes. Die hatten wir nämlich gestern Abend schon, die sind mega lecker. Oh ja. Yummy! Super günstig, 15.000 für eins. Das Essen war richtig gut und echt lustig zwischen den Locals. Und ja, wir haben uns jetzt noch Banh Mi mitgenommen. Um genau zu sein, haben wir jetzt dann 10 Stück gekauft und gegessen. Plus Frühlingsrollen, 3 plus 2 von diesen Samosas für insgesamt 185.000. Also ist aber auch noch Abendessen. Ja, und für zwischendurch, weil wir gleich noch weiterarbeiten. Aber das ist so viel Essen, was wir bekommen haben, für so wenig Geld. Das ist echt purer Wahnsinn.
der ist mir gerade einfach mit dem Fahrstuhl vor der Nase weggefahren. Und dann wollte ich den mit dem Fuß stoppen und hab gegen die Tür getreten. Alle gucken mich an, was denn mit mir los wäre. Und sie ist jetzt... Ich weiß es nicht. Da sind wir wieder vereint. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es so schnell ging. Zeig mal die Tür zu und er stand da draußen. Dann fahre ich hoch, komme hier aus dem Fahrstuhl raus, ist sie nicht da. Dann bin ich wieder runtergefahren und dann war er natürlich oben. Nee. Oh, ich habe mich kaputt gelacht. Ja, vor allem, ich habe versucht, mit dem Fuß, weil ich die Kamera in der Hand hatte, die Tür aufzuhalten, noch dazwischen zu bekommen. Die ging aber so schnell zu, da habe ich gegen die Tür getreten, was dann so voll geknallt hat an dem Metall. Und dann kommen erstmal die Leute da, die Angestellten der Security, in die Ecke gerannt und gucken erstmal so, was da los ist. Selber, die Tür war nur zu schnell. Naja, so sieht's aus. Jetzt habe ich sie wieder. Willkommen bei Dr. Sommer. Ja, heute ist Sprechstunde angesagt, denn wir haben E-Mails bekommen, schon des Öfteren auf unserer Reise. Jetzt, wie ist es mit dem Thema Sex? Hat man Sex auf Weltreise? Und ja, ich denke, es ist wie zu Hause, sollte man haben. Wenn nicht, läuft irgendwas schief irgendwie. Ja. Und ja, dann geht es aber speziell oft darum, wie verhütet man auf der Weltreise? Die Frage geht halt oft an Jesse, natürlich. Obwohl es für beide natürlich ein Thema sein sollte. Ja. Nicht nur für mich oder nicht aber nur für die Frau. Trotzdem kommen die Fragen halt mehr von den Frauen, ja, als von den Männern. Ja. Und, ja. Von den Männern kommen dann immer so die Fragen, wie oft habt ihr denn, ja, Geschlechtsverkehr? Oder wie groß sind deine Kondome? Und so Geschichten gab es auch schon, was sehr kurios war irgendwie. Aber okay, kommt auch alles. Und ja, jetzt wollen wir mal aufs Thema. Ich tue sie mal abnehmen, irgendwie wird mir schwindelig dadurch. Nee, jetzt gehen wir mal aufs Thema ein, wie wir das mit der Verhütung an sich denn handhaben, weil wie ihr seht, wir reisen bald 2 Jahre, Kind ist immer noch nicht unterwegs, zumindest ja, wissen wir noch nichts davon, falls ja. Und ja, deswegen gehen wir jetzt mal genauer darauf ein. Genau, also wir haben in Deutschland früher, als wir noch nicht auf der Reise waren, mit Pille und Kondom verhütet. Das heißt, das war bestimmt, ein paar Jahre war das bestimmt. Ja. Und ich habe die Pille aber nachher nicht mehr vertragen und halte sowieso überhaupt nichts mehr von der Pille, aber das ist halt ein anderes Thema. Und ja, dann sind wir halt umgestiegen, oder bin ich in dem Sinne umgestiegen auf die Gynefix, das ist eine Kupferkette. Die hatte ich dann 3 Jahre drin. Und ja, dann kam das Thema Weltreise halt ziemlich spontan dann auf den Tisch. Und ich habe sie dann halt entfernen lassen. Nach 3 Jahren muss man die halt entfernen lassen. Und erneuern dann eigentlich. Oder erneuern, genau. Und ich habe sie aber nicht erneuern lassen, weil man halt jedes halbe Jahr zur Kontrolle zum Frauenarzt gehen muss. Und das ist halt bei der Reise unmöglich. Ja, und das Problem ist halt auch, dass es halt eine Kette, wie gesagt, die eingesetzt wird bei der Frau. Und das ist halt auch ein Fremdkörper im Körper. Und man weiß genau, halt auch auf lange Sicht nicht, ob sich der Körper dagegen wehrt, ob sich genau, irgendwas im, ja, Körper bildet oder so. Und ja, ich hatte ja zwischenzeitlich schon ein paar Problemchen, sage ich mal, damit. Dass ich mal ein bisschen Ziepen hatte oder... Also es war halt nicht hundertprozentig. Nee. Und ja, seit der Weltreise verhüten wir jetzt mit Kondomen. Einfach nur ganz normal, ohne, ja, alles, wollte ich schon sagen. Ja, das ist nur mit Kondomen, genau. Nee, das genau funktioniert auch soweit gut bisher. Wird auch hoffentlich erstmal so bleiben. Sag mal, wenn man die richtig anwendet, dann ist es ja, also es ist nicht zu 100% sicher, aber wenn man halt die Kondome normal anwendet, dann passiert in der Regel eigentlich auch nichts. Ja. Genau, nicht mehrfach benutzen, was glaube ich manche Leute heutzutage immer noch denken, dass das geht. Ey, da haben sie schon früher in meiner Schule beim Aufklärungsunterricht gesagt, mach das niemals. Es gibt wohl Leute, die es ernsthaft tun. Also bitte nicht machen. Genau. Und auch nicht rumdrehen und so danach. Es gibt ja echt alles. Ja, es ist ungelogen. Es gibt so Geschichten, wo Leute auf so dumme Ideen kommen. Genau, aber wir verhüten mit Kondomen. Und zwar sind die von Einhorn hier, die sind vegan. Und ja, da hatten wir jetzt einen Jahresvorrat oder haben halt immer noch welche. Ja. Und die sind vegan und hatten wir halt noch aus Deutschland mitgenommen. Ja. Und das Lustige dabei ist, die haben so coole Verpackungen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt erkennen kann, ob es scharf stellt. Und hier die Kondome an sich, die sind halt so von vorne immer mit neuen Logos drauf. Da ist was anderes drauf und hinten so Glück, wie so Glückskekse mit so lustigen Sprüchen. Das ist schon ganz cool gemacht. Und ja, für uns ist es halt die beste Lösung in dem Sinne. Ja, und vor allem, ich finde halt der größte Vorteil, dass sie vegan sind. Dass, also viele Menschen wissen einfach nicht, dass normale Kondome zum Beispiel nicht vegan sind und die sind es jetzt. Für die Veganer an sich ist es halt ein Thema, für jeden, der nicht vegan ist, ist es scheißegal, Hauptsache es hält. Ja, und deswegen waren die schon wirklich gut. Wir verlinken die auch unten mal wieder. Und ja, genau, so sieht's eigentlich aus. Mehr kann man dazu nicht wirklich sagen. Ja. Ja, würde ich sagen. Genau, jetzt werden wir noch ein bisschen arbeiten und sonst passiert heute eigentlich nicht mehr viel. Nee, heute müssen wir einen produktiven Tag haben. Wir haben ganz viel auszuarbeiten. Ja, genau. Haben deswegen jetzt eben auch die Baguettes gebunkert für heute Abend, dass wir hier essen können.
Genau, ja, und dann sehen wir uns morgen wieder. Wir hoffen, es hat euch geholfen. Und ja, hinterlasst uns gerne einen Kommentar, wie immer, einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.